Ja, hallo und willkommen zurück in deiner Lieblingspommesbude. Und das ist nicht irgendeine Pommesbude. Das ist eine Pommesbude, wahrscheinlich die einzige auf der Welt, die ein schwebendes Bierwerbeschild hat. Warum das nicht runtergefallen ist, keine Ahnung. Ich habe über Nacht die Wand hier weggenommen, aber ich würde das ja gern wegschlagen, aber das hat einfach 5000 Hitpoints und ist aus Beton. Ja, moin. Gut, werden wir erstmal mit Le mit leben müssen, hätte ich fast gesagt, aber sag mal, hängt das nicht? Hängt das an dieser Lampe hier dran? Nee, tut's nicht. Aber das hängt an diesem. Das hängt doch an dieser Kante da oben, oder? Das hängt doch bestimmt an dieser Kante dran. Ah, sehr schön. An die Kante da oben habe ich gar nicht mehr gedacht. Gut, wir haben ein Fahrrad gebaut. Dann stellen wir das hier hin und fahren. Oh, das ist jetzt weiß. Das sieht sehr ungewohnt aus, aber wir wissen ja, dass die Fahrzeuge jetzt färbbar sind. Vielleicht finden wir eine schöne passende Farbe. So, außerdem habe ich in der Nacht ein bisschen was gekocht. Und zwar Wasser und verkohltes Wildbret. Und das gibt 5 Gesundheit und 10 Nahrung. Da werde ich mich erstmal jetzt dran satt essen. Außerdem natürlich 10 mal Wasser gekocht für die Rehydration, weil mit jedem Mal Essen verliert man hier 5 Wasser. Das war schon in der Alpha 19 so, aber die haben auf jeden Fall den Nahrungszuwachs durch das verkohlte Wildbret ziemlich gebufft. Das hat, glaube ich, nur 5 gegeben in der letzten Version. So, ich hoffe, das langt. Wir gehen vielleicht noch zum Trader nachher, oder ziemlich sicher sogar, denn der hat heute auch neue Items und wir wollen gleich einen Quest machen und den Quest dann natürlich auch abgeben. Ich nehme mal deswegen die leeren Wasserkrüge mit, denn wir wissen ja, da ist die Wasserpfütze. Außerdem habe ich in der Nacht den Steinvorschlaghammer Level 3 gecraftet. Wir haben ja gestern den Punkt reingesteckt in Schädelbrecher Level 2 und damit können wir uns auch den Dreier Vorschlaghammer bauen. So, der wird gescrappt, der alte. Und dann sind wir ready. Ich lege noch den ganzen Kram hier ab, der im Inventar ist. Und dann nehmen wir uns vielleicht noch die Sachen für den Trader mit. Und dann geht's los. Wir wollen die Quest machen. Hier haben wir Stufe 1 abholen. Das ist erstmal das Ziel. Und sobald das gemacht ist, würde ich mich auch gern um die Hortbase kümmern, denn heute Nacht ist ja schon die erste Horde. So, hier das Bestattungsunternehmen. Das Funeral Home, ein sehr alter POI. Den gibt es schon sehr, sehr lange im Game. Wurde hin und wieder mal geupdatet. Ob der für die Alpha 20 geupdatet wurde, weiß ich nicht. Aber wir werden es herausfinden. Oh, hier haben wir eine Vierer-Steinschaufel. Bin mir relativ sicher, dass eine Vierer-Steinschaufel besser ist als eine Einser-Eisenschaufel, oder? Also von den Werten her natürlich nicht. Aber die hat natürlich viel weniger Ausdauerkosten und ist auch schneller. Ich werde das mal umbauen. Wir scrappen die Eisenschaufel und nehmen dann lieber die Steinschaufel. Das ist neu. Das gab es vorher nicht. Und gibt es hier die Särge noch? Ja, die gibt es noch. Ach, ich freue mich wie so ein kleines Kind über die Alpha 20. Oh, die Särge haben ein neues Modell. Die sahen vorher auch völlig anders aus. Also bisher war es immer so, dass die Särge ziemlich viel Munition hatten. Aber ich befürchte fast, die haben an der Loot-Tabelle ein bisschen was geändert. Tschüss. Alu-Creme. Aber ich denke, das Rezept für den für die Verbände haben wir noch nicht. Da können wir uns noch keine eigenen Verbände bauen. Aber vielleicht finden wir es ja noch. Hier sind überall Malerpinsel drin. Was ist denn hier los? Wozu habe ich mir denn gestern einen gebaut? Ah, Yucca-Saft. Ich warte noch ein bisschen und dann können wir den nachher auch gleich trinken. So.
Hier erwarten mich doch Zombies. Ach, schade, die sind schon aufgewacht. Ich hätte gern Sneak Damage mitgenommen. Oh, shit. Falsch gelaufen. Ja, ein bisschen Ausdauer recovern und dann geht's hier weiter. Da kam der Schuss vor der Animation. Oh, das war komplett daneben. Das allerdings nicht. Ah, ja, hier ist schon die Tasche, die wir brauchen. Oh. Was war das? Ach, das ist der Feuerzombie, der hier hinter der Wand ist wahrscheinlich. Und von draußen kommt irgendwas, oder? Ja. Digga, ist der gerade da hochgesprungen? Wie springst du von hier da oben rauf auf das Geländer? Das sind doch locker zwei Blöcke. Ach, hier oben bist du. Du kommst von oben. Du siehst ja appetitlich aus. Bisschen zu lange im Solarium gewesen, oder was? Okay. Das ist ein Bug. Na, der Bauplan fürs Mini-Motorradfahrwerk. Lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, die haben was an dem Loot für diese Rezepte geändert. Sodass man jetzt vielleicht gar nicht mehr unbedingt das leveln muss. Das wäre natürlich richtig geil. Ist hier jemand? Nö. Ah, irgendwer ist da schon wieder draußen. Habe ich jetzt keinen Nerv für. Hier ist noch eine Tasche. Oh, temperierte Klinge-Mod. Passt die hier drauf? Nein, natürlich nicht. Wir können die ja mal auf die Axt machen. So, dann gehen wir nach oben. Ah, hier ist immer ein Vogel, wenn ich mich richtig erinnere. Rüsten wir uns mal aus. Die Waffe ist geladen. Machen wir das zu. Hallo. So, hier fängt es jetzt wieder an, ein bisschen zu ruckeln. Hoffe, das kriegen die noch in den Griff. Denn je nachdem, was für eine Situation man hat, kann das echt nervig sein. Oh, shit. So, hier ist ja schon das Hauptloot. Quest ist auch schon erledigt. Eine neue Bandage. Wunderbar. Oh, ein Dreierbogen. Scrappen wir unseren gleich. Kriegen wir den Dreier. So, was gibt's hier Schönes? Oh, den Bauplan für Elektrozaunpfosten. Den Bauplan haben wir schon. Dann verkaufen wir den und ein paar elektrische Teile. So, ich bin schon wieder gnadenlos überladen. Ich glaube, hier oben gibt es noch was, ne? In dem Turm. Oh, schöner Munitionsstapel. Oh, hier gibt's. Ja, leck mich doch. Schmelztiegelbauplan. Jawohl, Tag 4 und wir können Stahl bauen. Das ist ja super. So, kann ich hier irgendwas loswerden? Ein blödes Wasser. Das hier wollte ich trinken. Das kann gescrappt werden. Das Eisenrohr scrappe ich jetzt auch. Die Trophäen können wir scrappen. Den Scheinwerfer, den scrappe ich jetzt auch mal, weil es nur einer ist. Papier schmeiße ich mal raus.
Und dann können wir uns in Richtung Trader aufmachen. Ich hoffe, die sind nicht schneller als ich. Die Zombies. Ja, Moment mal. Bin ich blöd oder was? Ich habe doch mein Fahrrad hier zu stehen. So, hier gibt es leider nicht viel. Ich nehme mir trotzdem mal das Essen mit. So, den beschwerten Kopfmord haben wir schon. Deswegen nehme ich die Schrotflintenpatronen. Neue Aufgabe. Wieder wie üblich keine vergrabenen Vorräte. Dann nehmen wir hier beseitige Zombies. House Country 01. So, dann verkaufen wir erstmal unseren ganzen Schrott. Hier, das wollen wir verkaufen, das wollen wir verkaufen. Die Messingsachen können wir jetzt auch teilweise verkaufen, weil noch brauche ich sie nicht. Dann schauen wir mal rein, was er jetzt heute so hat, nachdem er sein Inventar-Restock hatte. Aufschlagszünder. Die kosten 123. Ich glaube, ich will zwei davon für die Horde heute haben. Ah, Militärstiefel könnte man sich überlegen, aber wir haben im Moment Schuhe, die fast gleichwertig sind. Selbstgebautes Maschinengewehr hätte er hier, Stufe 4. Das ist nicht übel. Geheimvorrat, Ödland-Schätzebuch. Lerne, wie du Särge für Knochenschmuck und wertvolle Edelsteine plünderst. Ja. Also hätten wir ihn hier vor der Quest besucht, hätte ich das wahrscheinlich sogar mitgenommen. Aber jetzt ist es auch gar nicht mehr so geil. Tja, Motorrad für 30k. Schön wär's. Brennender Schaftmod. Ah, er hat eine doppelläufige Schrotflinte. Kunst des Bergbaus, was hast du hier? Kompakte Stapel brauche ich jetzt auch nicht. Ja, die Schrotflinte, die kostet aber 5000. Kriegen wir jetzt in der Schnelle 5000 zusammen? Ich glaube nicht. Insofern ist die Entscheidung zwischen brennender Schaftmod und dem selbstgebauten Maschinengewehr. Und da ich das selbstgebaute Maschinengewehr auch selbst bauen kann, deswegen heißt es ja so, nehme ich den brennenden Schaftmod. So, das dran und dann haben wir gleich einen ziemlich guten Steinvorschlaghammer. Müssen wir dann nur mal schauen. Also ich werde wahrscheinlich ja alle Waffen bauen, die wir selber bauen können, damit wir auch unsere Munition, die wir bisher gesammelt haben, vernünftig einsetzen können. So, es ist gleich Mittag. Folgendes: Ich würde jetzt mal ein bisschen rumfahren und die Stadt erkunden. Fangen wir doch mal in der Richtung hier an. Und ja, mal schauen, was wir so finden, ob wir noch einen besseren Ort finden, um die Horde dort zu bekämpfen. Ansonsten würde ich es halt wirklich, wie gesagt, in der Tankstelle probieren. Ja, diese Erinnerungen. Oh, das sieht alles so cool aus. Was ist das hier? Das sind alles einzelne Baustellen-POIs. Och du Scheiße. No. Leck mich doch. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt bekämpft kriege, einfach so auf die Schnelle. Da muss ich vielleicht. Ah, die fliegen weg, okay. Hieraus könnte man auch bestimmt auch eine witzige Base machen, aber das kann ich jetzt nicht so spontan. Da müsste ich erstmal schauen, wie das aufgebaut ist und was man daraus machen kann oben. Na, hier haben wir noch das große Passing Gas. Ein Working Stiff Tools Baumarkt. Oh, da kommt ein Airdrop. Und der schmeißt sogar was ab. Sieht mir aber recht weit entfernt aus. Ach, weißt du was? Wir sind ja sowieso schon so weit in die Richtung gefahren. Dann kann ich es mir auch eben holen. Wir haben ja noch Zeit. Alles easy. Tch, 500 Frames. Und gekochte Maiskolben, gekochte Kartoffeln. Warum stapeln die sich nicht?
Ach, das sind Holzwürfel und das sind Rahmenwürfel. Was ist der Unterschied? Ah, okay. Die muss ich nicht erst aufbauen, sondern die sind schon fertig aufgebaut. Alles klar. Na gut, dann können wir auch damit bauen. Ja, so richtig was Gutes gefunden habe ich jetzt nicht. So klar, viele Sachen, die sehr interessant aussehen. Aber ich würde die Horde ja auch gern schaffen und jetzt nicht hier das riesige Risiko eingehen, dass dann irgendwas am Ende nicht passt. Wir können ja jederzeit umziehen mit unserer Base. Ich mache dann jetzt einfach das Minimalprinzip hier an der Gasstation und dann. Oh, ich bin aber immer noch überladen. Gehe ich erstmal nach Hause, um abzuladen und dann können wir uns um die Hotbase kümmern. Leg mir jetzt mal die Federn hier rein und die Pfeilspitzen. Dann können wir hier mal was in die Crafting Queue nehmen an Pfeilen. Da kommt der Rest ja auch weg. So, und den hier. Ach Gott, falsche Tür. Können wir hier mal bearbeiten. Die anderen scheinen sich hier noch nicht für die Pommesbude zu interessieren. Das ist ganz gut. Wir haben schon wieder Hunger. Wir hatten doch hier irgendwas im Loot, genau. Tja, diese ganzen Foods, die geben alle minus Hydration. Da muss man immer was hinterher trinken. So, dann schauen wir mal. Das erste, was ich mache, ist hier einen Gebietsschutzblock hinsetzen. Die ganze Nummer hier von Nervensägen zu befreien. So, also ich würde ganz gern irgendwie auf einer erhöhten Position stehen. Wie viel ist das denn hier? Eins, zwei. Ja, das wäre dann drei hoch. Ist halt nicht ideal, ne? Ist halt nicht ideal. Wie viele Helfer haben die hier? 300. Okay, die kann man easy wegnehmen. Das auch. Das auch. Ja, dann probieren wir das. Machen wir es am besten vier hoch. Gehen wir hier gar nicht erst ein Risiko ein. Wenn wir das hier ja gleich als Stütze benutzen, dann muss ich die gar nicht erst wegschlagen. So, was aber weg muss, ist das hier. So, da oben wird unsere Plattform, da können wir dann drauf stehen. Hier würde ich möglichst vermeiden, dass sie irgendwie hier rüber springen können, deswegen werde ich den Kram hier auch noch wegnehmen. Hier kommt schon wieder Besuch. Oh, hör mal auf zu rennen. Ohoho. Die hat's ja eilig. Wow. Gibt's das als Shape? Ja, oh Gott, wie soll ich denn jetzt hier das Richtige finden? Sowas hier? Oh. Glückstreffer. Okay. Jetzt ist die Frage, wie man den Aufstieg machen. Wie viel Leben hat denn eigentlich der die Decke? 5000. Okay. Das kriegen wir so schnell nicht weg. Aber wir haben nur offene Fenster. Das heißt, wir könnten den ganzen Spaß einfach von draußen machen. Dann machen wir von draußen den Aufstieg für die Zombies und stehen dann da drin. Da muss ich halt allerdings dieses Schild hier wegnehmen. Ich glaube, ich will das hier auch irgendwie benutzen. Also diese Kante, dieser Abstand, der hier ist. So, hier hoch sollen sie ruhig springen. Da klemme ich mir jetzt die Treppen. Und das hier werde ich einfach irgendwie mit Blöcken noch blocken. Schützen wir uns hier noch ein bisschen vor Vögeln. Das
Können wir dann beliebig weit nach draußen ausweiten. Und hier kommt dann eine Klappe hin. Normalerweise würde ich hier noch gar nicht so viel bauen, aber wenn wir schon mal 500 Holzblöcke im Loot finden, dann können wir die auch benutzen. Oh, ich hasse es, Eisenklappen zu platzieren. Wie ist denn jetzt die richtige Ausrichtung? Man muss auch immer Glück haben. Es hat nur 500, das kann ich auch ersetzen. Dann kann ich es wenigstens upgraden mit Pflasterstein. So, setzen wir hier noch eine kleine Platte rein. Ich weiß, wie das ist mit den Hunden. Die springen dann hier nämlich einfach drüber. So, also wenn mich hier alles täuscht, müsste das doch so funktionieren. So, ich sehe jetzt nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Die haben hier 5000, also hier werden sie sich nicht durchschlagen. Warum auch? Nach oben stapeln können sie sich hier auch nicht durch den Abstand, der hier ist. So, hier werden sie auch nicht hochkommen. Das Einzige, was ich jetzt noch verhindern muss, ist, dass sie aufs Dach kommen. Und da hatten wir hier irgendwo eine Leiter, richtig? Dann war sie auf der anderen Seite. Nehmen wir lieber noch mehr weg. Das sollte passen. So, dann schauen wir mal. Hier ist nur, hier kommen wir von oben auf unsere Plattform rauf. Das ist okay. Hä? Habe ich das hier gar nicht gelootet? Hier ist einfach das Hauptloot. Ja, moin. Handwickel, Erste-Hilfe-Verbände, ja. Ja, so, gut. Sieht nicht so aus, als ob man hier irgendwie raufkommt. Falls doch, dann werden wir es erfahren. Auf die eine oder andere Weise. Keine Ahnung, ob das was taugt. Ich hole noch ein bisschen Pflasterstein, um ein paar Upgrades zu machen. Und dann können wir auch gleich unsere ganzen Sachen holen, Munition und so, dass wir dann hier nur noch herkommen brauchen. Aber dass die Zombies hier immer vor der Tür spawnen, das nervt so ein bisschen. Hat scheinbar das Interesse verloren. Okay, soll mir recht sein. Legen wir das hier weg. Achso, der Gebietsschutzblock noch. Den hatte ich ja gebaut extra. Jetzt kommt sie doch. Kannst dich nicht entscheiden, oder? So, hier haben wir noch 200 Pflasterstein. Beton haben wir noch nicht, glaube ich. Nehmen wir gleich die Molotows, die ganze... Achso, und dann wollte ich... Ja, dann wollte ich ja noch die Waffen bauen. Da braucht man Kleber, Pipes und... Was war es? Holz? Ja, Holz. Okay, bauen wir die Pistole und bauen wir die Maschinenpistole. Und von mir aus auch das Gewehr. Ich habe mit keiner dieser Waffen bisher gespielt. Ich habe die noch nicht mal irgendwie ausprobiert. Deswegen baue ich jetzt einfach mal alle und dann schaue ich mal, was mir am besten gefällt. Irgendwo waren noch die Aufschlagszünder, die ich gebaut habe. Genau. Nicht gebaut, gekauft. Hier noch das rohe Eisen mitnehmen. Das Repair-Kit, falls irgendwas kaputt geht. Stein habe ich, um den Vorschlaghammer zu reparieren. Brauchen wir sonst noch was? Dann können wir ja schon mal rübergehen. Oder ich setze mich einfach aufs Bike und loote vielleicht einfach noch irgendwas. Sind halt immerhin noch 2 Stunden, ne? Also haben jetzt noch keinen Stress. Jetzt irgendwo reingehen wäre wahrscheinlich ein bisschen zu risky, aber wir können ja mal ein bisschen ein paar Autos looten, die hier rumstehen. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes. Ein bisschen Müll liegt hier noch rum.
Ja, das war schon gelootet. Ja, müssen wir uns erstmal hier drum kümmern. Da kommt schon die nächste, oder was? Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht nochmal zu Hause nach ein bisschen was zu trinken Ausschau halten. Ich glaube, wir haben noch irgendwas da. Vielleicht sogar was zu essen, weil das wird jetzt natürlich blöde, wenn uns die Nahrung ausgeht und dadurch auch die Ausdauer zu schaffen macht während der Horde. Ah, sieht aber ganz schön dünn aus hier. Braucht man denn, um gekochte Eier zu machen? Gekochtes Ei, nur Ei und Wasser. Das dauert wie lange? 40 Sekunden? Ja, wird sportlich. Wir machen uns einfach den Kaffee mit und trinken hier noch so einen Tee. So, zwei Eier sind fertig, halbe Stunde, ich fahre jetzt rüber. Das wird mir sonst zu kitzlig. Ich wollte hier den Aufstieg ein bisschen upgraden. Ja, denke, das sollte so passen. Können wir die Klappe hier noch upgraden? Oh, die hat 3000. Der Stein 1500. Vielleicht benutze ich erstmal nur die Holzklappe. Ja gut, dann jetzt geht's ja schon los. Funktioniert das hier wenigstens? Ja, sieht so aus. Recovery kotzt gerade richtig ab. Na, das hat mir noch gefehlt hier. Also funktioniert gut, ist anders. Ja, die ducken sich hier ständig weg. Vielleicht mal beide hoch, weil dann passiert sowas nicht mehr. Probieren wir uns doch mal an der Maschinenpistole aus. Okay, das war unsere ganze Munition. Was kann die Pistole so? Ist halt eine Pistole, ne? Aber viel Schaden macht sie. What the fuck? Autsch! Lass ich mich denn auch treffen von ihm? Achso, wir können mal das Ei hier essen. Oh, eine Dreier selbstgebaute Pistole, super. Können wir die gleich austauschen, oder? Schritt zurückgehen hier, dann können wir die wieder scrappen. Und dann benutzen wir gleich die Dreier. 11 Munition haben wir noch. So, ist die Frage, seid ihr da hinten jetzt die Letzten? Nee, hier ist noch einer. Hier, ich hab da was für euch. Okay. Ach, die muss man jetzt anzünden? Ach, komm schon. Das ist ja Scam. Oh.
Oh, aber Feuer macht scheinbar extrem Schaden. Ich habe die ja kaum gehittet mit den Pfeilen. Cool. Einen höre ich noch. Ach Gott, da hinten sind ja auch noch mehr. Nur irgendwie kommen die immer nicht über den Zaun drüber. Kann das sein? Tja, mal schauen. Der da hinten? Ah, der ist jetzt rumgekommen. Okay, hoffen wir mal, dass das hier die letzten beiden sind. Wenn ich das ein bisschen lame finde, dass die hier so festgebackt sind. Okay. Das war dann wohl die erste Horde. Eine Größe von den Zombies her, würde ich sagen, ist das im Rahmen der Erwartung gewesen. Ähnlich wie in Alpha 2, Alpha 19. Sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Der größte Aufreger für mich ist, dass ich die Molotow-Cocktails anzünden muss. Aber gut, daran kann ich mich gewöhnen. Ja, dann war es das für Tag 4 und die erste Horde. Weiß nicht, ob ich die Hordebase so beibehalten will. So richtig gefallen hat mir das nicht, vor allem, weil die sich irgendwie jetzt mit ihrer Duck-Krabbel-Animation da rüberschlängeln können. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Das geht ja so nicht. Aber vielleicht finden wir die nächsten Tage noch ein cooleres Gebäude, wo sich eine bessere Hortbase bauen lässt. Okay, dann mache ich über Nacht hier noch ein bisschen weiter, mache die ganzen Gerätschaften hier weg, die Küche, das nehme ich komplett auseinander. Und dann, ja, sehen wir uns am Morgen von Tag 5 wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Und dann bin ich raus für heute. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.